Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Ja, hier wieder beim Koalion bei The Witcher 3 Wild Hunt. Sind hier schön am Ende von dieser komischen Elfenmagier-Höhle und haben jetzt wieder völlig freie Hand, was wir denn eigentlich machen wollen. Wir gucken mal in unseren Quest-Log. Wir können hier zum blutigen Baron, wir können auch die Herrin des Waldes suchen, wir können hier zum Scheiterhaufen von Novigrad, das ist aber Stufe 10 und wir sind ja Stufe 6. Was haben wir denn an Nebenquests offen? Wir haben hier Wildes Herz, das ist auch noch nichts für uns. Wir können zu Keira Metz zurückkehren, die hat uns nämlich ja eingeladen. Hexeraufträge haben wir hier, einen Teufel im Brunnen, den wir für Stufe 2 irgendwie holen können, in Weißgarten noch. Aber ich glaube, da kommen wir irgendwie nicht so richtig mehr zurück hin. Zumindest jetzt gerade irgendwie nicht. Ja, und abgeschlossen haben wir auch schon einiges. Ja, was machen wir denn als nächstes? Ich würde ja mal sagen, wir holen uns mal hier die Herrin des Waldes mal. Gucken wir uns nochmal an. Finde die Mumen vom Buckelsumpf. Okay. Und gucken wir uns mal auf der Karte an, wo wir da hin müssen. Oh, hier ist in der Nähe ein Fragezeichen. Das ist ja auch schon wieder verlockend. Wo müssen wir da hin? Wenn wir zu den Mumen wollen. Da ist das. Okay, das ist ganz schön weit weg. Dann müssen wir so einmal hier so ganz rum. Hier oben können wir uns hin teleportieren. Und dann müssten wir hier so runter. Okay, wo ist denn der nächste Teleport denn? Oder wir fahren hier mit dem Schiff so einmal quer. Über diesen See. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Wir fahren einfach mal so quer über diesen See rüber. Und schauen mal, ob wir da schneller irgendwie ankommen, als wenn wir hier uns teleportieren und einmal rumfahren. Weil bis zum nächsten Teleport ist es nämlich hier bis nach Mittelhain auch noch gar ganz weit. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel von der Entfernung. Okay, also auf ins Boot, Geralt. Ich muss auch mal ins Inventar gucken. Aber wir haben nicht so viel mit, was wir rumschleppen. Hier, hoch, komm, und hopp, ins Boot. Und einmal in See stechen. Yay! Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. So. Ist das ein bisschen Assassin's Creed Feeling? Dem Bootsfahren. Die steuert sich aber auch ganz schön komisch. Die Kogge hier. Mal gespannt, ob es auch irgendwie so Seemonster oder sowas gibt. Also wir haben ja schon im letzten Gebiet gesehen, dass es auch Monster gibt, die einen im Wasser attackieren. Allerdings, ob es auch Monster gibt, die einem das Boot attackieren, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen ratlos. Ich hoffe mal nicht, weil ich wüsste jetzt momentan nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ne? Hier ist irgendwie so ein komisches Teil. Da ist auch ein Monster drauf. Und ein versteckter Schatz. Da könnten wir mal gucken, ob wir den Schatz uns irgendwie holen. Gehen wir mal hier raus. Loslassen. Ich hoffe mal nicht, dass es irgendwie jetzt super stark ist oder so. So, hallo. Versteckter Schatz. Hier ist eine Feuerstelle. Okay. Blutgeschmierte Notizen. Die versunkene Truhe. Ah, und er trinkt.
schön viele. Ertrunkene, genau. Hat nicht so Hände. Die sollten nicht so das Problem sein, zumindest nicht an Land. So, hat der auch noch irgendwas bei sich hier? Nee, hat er nicht. Hier ist was. Tauchen, Geralt? Na? Tauch doch mal. Oh, zack. So, hier nämlich. Huch. Wo ist denn diese Truhe? Da vorne. Hier ist nämlich die Truhe. Ah, okay. Und hier geht's noch weiter. So, das ist mein Schiff, okay. Wieder auftauchen. So. Ja, dann haben wir das doch geholt hier, den Schatz oder was auch immer das war. Das kannst du jetzt nicht tun. Ja, doch, 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 doch. Ich kann schwimmen oder hier rüberlaufen. Wie ich will, liebes Spiel. So, und jetzt hier wieder auf mein Boot drauf. Na, nein, nicht tauchen, Geralt. Nein, 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 nein. Und dann sollst du auf das Boot klettern. Ja, das war... Guck mal, da kommen auch schon wieder hier die Ertrunkene im Wasser. Ja, ja. Aber wir übernehmen das Steuer. Und schauen mal ganz kurz, was wir da für eine Notiz aufgenommen haben. Blutbeschmierte Notiz. Kleine Insel mit Ruinen oder einer Brücke aus roten Ziegeln. Das ist der Ort. Es ist noch... Spuren von einem Lager auf der Insel. Ich werde die versunkenen Ruinen durchkämmen müssen, dort ist eine Truhe zu sehen. Aha. Quest folgen der Vertrunkenen. Finde die versunkene Schatztruhe. Ah, da ist noch eine Schatztruhe. Mit Hilfe der Hexersinne. Moment. Verlassen. Wenn das hier in der Nähe ist. Fahre ich jetzt mal mit dem. Fahr erstmal mit dem Boot. Moment. Fahren wir mal in die Nähe. Und dann. Ach, das ist. Ah, da sind Ertrunkene wieder drin. Oh nein. Das ist ja scheiße. Jetzt sind wir quasi direkt drüber. Okay. Ich speichere das Ding mal ab hier. Weil ich habe so das Gefühl, das geht in die Hose. Da habe ich doch schon was leuchten sehen. Zwei Truhen. Mein Sauerstoff geht gleich ziemlich im Arsch. Komm. Geralt, holst dir wenigstens das eine. Ja, komm, auftauchen. Auftauchen, Geralt. Ah, Geralt ist gestorben. Oh. Na gut, eine Truhe haben wir. Hat uns doch nur einen Tod gekostet. Jetzt wissen wir wenigstens, dass es eigentlich komplett sofort hier unter uns ist. Tauchen. Ja, komm hier, lass mich in Ruhe. Hier was. Na. Aufnehmen. Und hier ist das andere.
Und jetzt wieder hoch. Wieder hoch, Geralt. Oben. Nach oben. Geralt, nach oben. Ach nee, lasst mich vorbei, ihr dämlichen Viecher. Ja, das wird wieder nichts. Ich sehe das schon, Geralt. Du bist da irgendwie. Ja. Ja. Oh. Tauchen ist nicht so dem Koali seins. Eigentlich schon. Ich mag tauchen. Boah, bei der Hitze erstmal was trinken. Ah. Wieder hinein ins Wasser. Runter. So. Die Truhe. Da vorne sind sie. Okay. Jetzt wollen wir direkt dahin. Öffnen. Da ist ein Schwert drin gewesen. Jetzt sind wir zurück. Da war nämlich Kohle und so drin. So, und jetzt von den Ertrunkenen weg. Und dann auftauchen. So. Und jetzt hier nach oben. Geralt, nach oben. Schneller, Propeller. Ah. Und wieder zurück zum Boot. Nein, nicht tauchen. Oh, nicht tauchen, Geralt. Das war falsch. Nein, nicht tauchen. Auftauchen. Jetzt aber hier an Bord. Nein! Oh. Ich drücke immer die falschen Tasten. Arme hier. So, jetzt aber hier. Komm. Wir wollen doch eigentlich west hier zu den Herren des Waldes, Geralt. Du weißt doch Bescheid. So, und losfahren. Jetzt haben wir eine kleine Bootstour hier, eine kleine Tauchtour gemacht. Schauen wir mal kurz nach, was wir da gekriegt haben eigentlich. Wir haben ein cooles Schwert gekriegt mit plus 33 Schaden. Das ist cool. Yeah. Plus 33 Schaden. Haben mehr. So. Sehr cool. Auch für unsere Stufe geeignet. Es ist ziemlich ulkig. Dass es da so mitten im Fluss irgendwie was gibt, hätte ich nicht gedacht. Und das wirklich so gedacht ist, dass man hier irgendwie quer über den See fährt und dann da irgendwie was finden kann. Hm. Ich meine, das Boot lag ja auch nicht umsonst da, ne? Also. Hm. Hier gibt es auch noch eine Insel mit so einem Turm. Kommen wir bestimmt irgendwann auch hin. Aber jetzt müssen wir die Mumen vom Buckelsumpf finden. Oh, da unten gibt's Kräuter. Aber da tauche ich jetzt nicht nochmal runter. Also ich würde echt gern wissen, was es so irgendwie so. Wenn Leute mal Zeit haben, irgendwie in das Spiel zu spielen, ob sich einer die Zeit nimmt, so komplett so durch diesen See mal durchzutauchen und zu gucken, ob es irgendwo noch in irgendeiner Ecke von dem See noch irgendwas Tolles gibt. Da gibt's bestimmt irgendwas. Also wenn ich Entwickler wäre, da würde ich irgendwo da in einer ganz entlegenen irgendwie noch eine Höhle oder sowas machen. Und die Leute belohnen, die sich die Zeit nehmen, irgendwie diesen riesigen See mal abzutauchen. Und es gibt bestimmt so Bekloppte, die das machen. Ich glaube, ich gehöre aber nicht dazu. Ich brauche ja jetzt schon immer bei den Questmarkern immer diesen Anzeigeweg. Da gibt es schon wieder komische Monster im See. Ich frage mich, ob man später auch im Wasser kämpfen kann. Ob es dafür einen Skill gibt oder so, das wäre ganz cool. Oder so ein Trank, der einem irgendwie dann mehr Luft verschafft oder so. Das wäre eigentlich cool, so Hexertrank.
der dafür sorgt, dass man ein bisschen besser atmen kann unter Wasser oder sowas. Müsste es ja eigentlich mal geben. Naja, aber wir scheinen jetzt gleich da zu sein. Denn da ist schon ein anderes Schiff. Und hier vorne sehe ich auch schon Land. Land in Sicht! Können wir eigentlich mal ein Brot essen? Kann man das so, wenn man so schnell fährt? Ja, wir müssen erst das Steuer des Schnellfahrens loslassen. Dann konnten wir ein Brot essen und können noch ein Brot essen. Voll Hunger auf Brot. Aha. So, und dann sind wir anscheinend hier im Sumpf angekommen. Und müssen den Rest wohl zu Fuß hin. So, Steuer loslassen und Geralt. Hüpf. Boah, neues Gebiet. Ein bisschen Schöllkraut. Oh, da kommen Gegner. Was sind das? Ertrunkene, oder? Nein, Ertrunkene. Komm her, Ertrunkene. Ich hab ein neues Schwert, von dem ich Platz. Ja, in zwei Hälften geteilt. Und so nichts machst du da. Oh, ein Nebling. Das ist ja interessant. Wo ist das? Das ist ein Nebling. Aber bis jetzt ja nur gegen gekämpft. Wenn in dieser Höhle. Komm schon, komm näher. Nicht, bis ich das Das muss auf Blocken gedrückt. Aber ich glaube, das reicht nicht. Da muss man, glaube ich, noch extra, wenn er angreift oder sowas machen. Ertrunkenen Hirn. Ach ja, das ist der Grund, warum ich eigentlich im nicht wirklich ein Hexer sein will. Er trägt schon gerne Gehirne mit sich rum. Und wenn es nur Ertrunkenen Hirne sind. Oder Zungen von Ertrunkenen. So, hier geht's weiter. Ist auch wieder irgendwie ein Kraut. Molepfeil. Okay. So. Wir diese komischen Mumen wohl finden. Die sollen ja ziemlich mächtig sein. Oh, was hier? Untersuchen. Ah, Süßigkeiten. Aber mit Maden drin. Bäh. Okay, aber wir kommen der Sache näher. Hier sind noch mehr von denen. Okay, hier auch. Also anscheinend müssen wir diesem Weg hier folgen. Macht ja auch Sinn, irgendwie. Das Hexamillion vibriert bis zum geht nicht mehr. Merkt man ja im Controller. Das heißt, hier ist irgendwo Magie im Spiel. Und Magie ist im Spiel. So, gibt's hier Gegner zu? Natürlich gibt es hier Ertrunkene. Teile die zwei Hälften. Bleiben neben. Aber der Schwerttyp hat gesessen. So. Warum verschiebt sich dieses Questgebiet jetzt? Ich bin da eigentlich schon weiter lang gelaufen. Wahrscheinlich geht der Pfad in eine andere Richtung und ich habe es wieder nicht gecheckt. In meiner unendlichen Weisheit. Dingen. So, hier geht es nämlich weiter. So. Pfad. Da gab's irgendwas gab's hier wohl zu sehen. Okay, schmeiß mal die Hexersinne an. Was gibt es hier zu sehen, Geralt?
Herzensruhe. Okay. Aber war es das, was es gemeint war? Da müssen wir uns hier nochmal die Dinge angucken. Ist irgendwas am Boden? Aber ich kann es nicht auswählen. Wir folgen jetzt einfach mal diesem komischen Candy-Pfad hier. Aber wir haben ja auch den Ausgangspunkt davon gar nicht groß jetzt irgendwie mitgekriegt. Vielleicht sind wir auch in die falsche Richtung unterwegs. Das kann natürlich auch sein. Das wäre natürlich tragisch. Weil hier diese... Wohl... Ja, natürlich. Hier ist doch das Ding wieder. Oh, wir sind in die falsche Richtung gelaufen, Leute. In die falsche Richtung. Ah, guck mal, wir haben noch ein paar Ertrunkene gesammelt hier. Hallo. Ertrunkene. Vorsicht. Lecker Feuerchen. Ertrunkene vom Grill. Da ist der nächste Ertrunkene. Dem Wetter draußen muss man immer an Grillen denken. An Grillen und an Freibad. Das ist eigentlich so gesellschaftlich Pflicht. So. Laufen. Gehen wir hier in das Gebiet zurück und dann folgen wir dem Pfad in die andere Richtung. Bei unserer mega coolen Orientierung. So müsste jetzt das Ding aber jetzt abspringen. Jawohl, jetzt kommt's. Noch ein Brot essen. Müssen wir bald mal wieder Nachschub kaufen. Wasser haben wir keins mehr, Brot haben wir keins mehr. So, hier gibt's irgendwie Häuser. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Mhm. Sehr gut. Hört mal. Ja. Das Mädchen, das ich suche, ist in Schwierigkeiten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann vielleicht ihr. Woher weißt du, dass sie hier war? Ich habe gehört, dass sie die Hexen im Sumpf besucht hat. Aber hier gibt's keine Hexen. Hier gibt's nur Frösche. Und Schlangen. Und Hansi. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hä? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf mir bitte.
Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratze mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Das war ja wohl mal eindeutig, dass die nicht mit uns über dieses Thema aschblonde Frau reden will. Müssen wir mal ein bisschen nachhaken, wa? Hier, wo ist der Rede! Travik. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich will nur wissen, wo ich Hansi finde. Hansi gibt's gar nicht. Geh fort. Geh fort. Okay. Vielleicht wissen die anderen Kinder, wo Hansi ist? Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt! Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Okay. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken und du musst laut zählen. Alle Finger und die Zehen. Eins, zwei, drei, 18, 19, 20. Alles muss versteckt sein. Tja, was die Kinder nicht wissen, Geralt hat Hexersinne. Und Igni. Da haben wir doch schon mal den ersten. So, hier schön Spuren hinterher. Wo sind sie, die Spuren? Da sind die Spuren. Führen. Hier vorbei. Hier. Oben rüber. Okay, da komme ich aber nicht rüber. Hier, hier rum. Ah, ein Heuhaufen. Das wäre für mich als Kind ein gutes Versteck. Da bist du. Hallo. Du kannst rauskommen. Das haben sie echt gut gemacht, das ist lustig. So. Nächstes Kind. Hier haben wir wieder Spuren. Ah, ich kann dich sehen. Passt mich. Oh. Die ist ja motiviert. Aber es gibt beim Versteckenspielen ist ja meistens irgendwelche Kinder, die dann so eigentlich gar nicht so richtig Bock drauf haben. Also zumindest gab es das bei uns früher. Ne? So. Sind doch nicht alle hier hinter diesem Haus. Hier ist wieder eine Spur.
Hab ich dich. Hallo? Gemein! Ich wollte gewinnen! Oh. Ich wollte gewinnen, ja. Passt aber nicht. So. Ein Kind fehlt noch. Ich habe euch gefunden. Jeden von euch. Aber mich als Letzte. Gehen wir zur Hütte. Ich sage, dass ich mich hab finden lassen, ja? Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar. Haben wir ja versprochen, oder? Den Arsch gebissen! Oma, komm! Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Okay. Schauen wir nochmal, was es hier noch so gibt. Ein Seil. Okay. Zeug. Jede Menge Zeug. Zwergenschnaps. Hier drüben scheinen die zu schlafen. Hier ist noch eine Truhe. Ja, okay. Hier ist auch noch ein Sack. Was da wohl drin ist. Pilz. Okay. Alles klar. Dann gehen wir hier raus aus dieser Tür. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal auf der Suche nach Hansi. Dun, dun, dun. Bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Kali. Tschüss.